Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting, Cross Stitch und Puzzle Haul. Ich habe bei Up2DIY richtig viele coole Produkte entdeckt. Nicht nur Diamond Painting, sondern noch anderes. Und außerdem gibt es in diesem Video etwas zu gewinnen. Was das ist, seht ihr gleich. Ich greife einfach mal vorab weg, was ich ausgesucht habe. Unter anderem ist das eine Weihnachtskarte, die man so ein bisschen bepainten kann. Da habe ich gedacht, eventuell kann das auch die Kleine machen. Ich habe da jetzt auch aktuell vieles bestellt, was sie machen kann um die Weihnachtszeit rum. Weihnachtsferien kommen auch. Und dann kann sie auch ein paar Sachen verschenken. Das wird ihr auch Spaß machen, weil wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr selbst gebastelte Sachen verschenken, weil es einfach nicht um die Geschenke gehen soll, weil jeder hat genug. Und ja, deswegen, ich finde, es sollte nicht nur um die Geschenke gehen, einfach um die gemeinsame Zeit mit den anderen, mit den Liebsten. Letztes Jahr ging das ja auch nicht so. Wir hoffen, dass das dieses Jahr geht. Und deswegen finde ich das einfach viel, viel wichtiger. Und deswegen wollen wir einfach die Zeit nutzen, ein paar Sachen basteln, ein paar gemeinsame Sachen machen, Zeit verbringen und das dann auch eben verschenken. Das ist dann was Persönliches, was Handgemachtes. Das finde ich persönlich super schön. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das dieses Jahr einfach so zu machen. Und deswegen habe ich natürlich auch vieles ausgesucht jetzt, auch in den nächsten Hauls, was die Kleine eben machen kann, was sie bepainten kann, anmalen kann, wie auch immer. Und dann können sich beide freuen. Einmal derjenige, der es macht und einmal der, der es bekommt. Was dabei ist, ist ein Toolkit, ein Standard-Toolkit und super schöne Glitzersteine und dann auch noch solche besonderen Herzsteine, solche roten Herzchen. Oh, und Sterne sehe ich noch. Ich packe das mal schnell aus. Die super schönen Herzchen und richtig cool solche Sterne. Und ich brauche ja auch ein paar Sondersteine. Ich habe aktuell nämlich noch keine. Und genau, weil Let's Paint Imran hat mich in einem Video nominiert für eine Challenge, wozu man aber eben solche Sondersteine braucht. Und da ich gefühlt nie was mache mit Sondersteinen, habe ich aktuell noch keine da, beziehungsweise die ich hatte, habe ich einfach in meine große Kiste reingeschmissen, wo alle Steine drin sind und dann müsste ich die da einzeln rauspicken. Genau, deswegen muss ich jetzt ein paar Sondersteine, ich hoffe, es bleiben ein paar übrig, schauen wir mal, und dann kann ich die benutzen für diese Challenge. Deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Ein Umschlag ist noch mit dabei, ich hoffe, das hat jetzt nicht so viel geraschelt. Und dann ist hier die Karte und ihr seht schon, hier kommen dann die Herzchen hin. Hier oben, das ist für die Sterne tatsächlich auch. Ich finde die Farben richtig schön und die Karte ist auch an sich. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Wow, wie schön, Leute. Oh, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache hier mal ein bisschen das Licht ein bisschen dunkler. Oh, ist das so schön. Leute, ein Schlitten mit einem Rentier vorne, so Pop-up. Das wusste ich gar nicht. Das schlägt ja wirklich nochmal alles. Oh, cool. Jetzt bin ich aber platt. Das, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja hammerschön. Da freut sie sich. Ja, werden wir an Weihnachten auf jeden Fall verschenken, die Karte. Hammer schön. Ich werde euch alles verlinken. Ich lasse das jetzt mal hier so ein bisschen dunkler. Dann steht ja die Kleine aktuell total auf Dinos. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Und sie puzzelt auch super gerne. Und grün ist die Lieblingsfarbe. Und da habe ich das hier entdeckt. Ein Holzpuzzle mit einem T-Rex-Kopf. Ich bin sehr gespannt, wie viele Teile das hat.
Steht jetzt nicht dabei. Wir werden es mal ausprobieren. Ich habe ihr letztens ein Dino-Puzzle gekauft. Das war echt nicht so gut leider. Das haben wir dann auch zurückgegeben. Eventuell. Ich habe es meiner Mutter gegeben, dass sie es zurückgeben soll, weil sie vor Ort wohnt. Ja, und da war sie echt traurig. Und dann habe ich gesagt, wir bekommen bestimmt noch mal ein Dino-Puzzle. Aber wenn das eben so schwierig, also das war so mit so einem Wackelbild und die Teile haben überhaupt nicht gehalten, das ist immer auseinandergefallen, habe ich gesagt, komm, das hat ja keinen Wert, wenn du dich nur aufregst dabei. Und dann gucken wir einfach, dass wir was anderes finden. Und ich hoffe, dass das jetzt gut ist, dass sie das kann. Sie kann richtig gut puzzeln, Leute. Sie ist jetzt 6 Jahre alt geworden und sie macht locker ein Puzzle mit 200 Teilen, also locker. Sie hat ja irgendwie ein ganz abgefahrenes System, fragt mich nicht. Es ist ihr System, sie kommt damit scheinbar richtig gut zurecht. Sie kann echt wahnsinnig gut puzzeln. Und das sind die Teile dazu. Und oh, da sind auch so kleine niedliche Dinos mit dabei. Wenn das Puzzle fertig ist, oh, hier auch. Wenn das Puzzle fertig ist, und dann werde ich euch auf jeden Fall auf Instagram ein Bild einstellen, und zwar unter meinem Diamond Painting Instagram. Ja, das ist jetzt ein Puzzle, aber trotzdem. Dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht, und dann schreibe ich euch auch ein bisschen was dazu, wie das geklappt hat. Also da freue ich mich sehr drauf, dass ich das gesehen habe in dem Shop. Werde ich euch auch verlinken. Gefällt mir echt gut. Ich finde nur ein bisschen schade, dass hier das Klebeband so komplett drüber gezogen wurde. Aber gut, dann ist auch nichts rausgefallen. Dann kommen wir zu dem, was ich auch verlosen werde. Ich habe irgendwie versehentlich doppelt bestellt. Ich habe das irgendwie nicht gemerkt. Ich habe den einen Link zweimal geschickt. Ja, und jetzt habe ich halt eben das hier doppelt. Das ist ein Cross-Stitch. Ich finde das super niedlich. Ja, das ist jetzt halt leider direkt oben drauf, der Sticker hier. Aber das ist so eine kleine Maus in einer Tasse mit Marienkäfern drauf. Das finde ich so, so niedlich. Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, das habe ich zweimal. Also wer das mal ausprobieren möchte oder wer das eben einfach schon kann, der sollte auf jeden Fall mal mitmachen. Und dann werde ich da vielleicht auch noch eine Einfädelhilfe mit dazulegen. Ich habe da ja ein paar Stück da. Und genau, dann könnt ihr das gewinnen. Was ihr tun müsst, das steht alles in der Infobox. Ich packe das jetzt mal aus. Hier habt ihr den Faden, das Garn. Den Garn? Ja. Richtig schöne Farben, leuchtende Farben, schön sortiert. Und dann habt ihr hier auch noch die Angabe. Das ist jetzt so ein 14er. Und dann steht da auch immer dabei, wie viele Fädchen das man hier braucht. Und dann habt ihr hier auch noch Nadeln mit dabei. Da sind 2 Stück drin. Damit dürftet ihr hinkommen, wenn ihr das Bild macht. Ich bin schon sehr gespannt. Und tada, es ist eine bedruckte Leinwand. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, weil es gibt das auch ohne Druck. Das ist mir ja letztens passiert. Und ich möchte das auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Und ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen leichter. Ich hoffe es. Aber vielleicht könnt ihr mir da auch einen Tipp geben. Also das ist hier auf jeden Fall nochmal die Legende dazu. Und zwar da, wo das so blau ist, da muss man irgendwie drüber nähen. Oder ja, so, ja, dieser schwarze Faden irgendwie so drüber machen. Ja, da weiß ich noch nicht genau, wie es funktionieren soll. Vielleicht könnt ihr mir da auf jeden Fall einen Tipp geben, würde mich freuen. Und dann probiere ich das auf jeden Fall demnächst mal aus, weil ich würde es auf jeden Fall gerne mal testen. Aber irgendwie hatte ich entweder immer ein Fail gelandet oder mir ein super schwieriges Bild ausgesucht, weil ich mich eben noch nicht so richtig auskenne. Genau, so viel dazu. Ich liebe ja Füchse und da habe ich mir bestellt ein Kissen.
mit so einem Fuchsmuster. Das sieht jetzt hier ein bisschen arg pixelig aus. Ich denke nicht, dass das am Ende so aussieht. Das hier ist auf jeden Fall die Legende dazu. Und dann zeige ich euch mal noch, da war so ein schönes Toolkit mit dabei und dann noch hier so niedlich für die Nadeln reinzustecken. Viele Nadeln waren dabei, 5 Stück. Also da habt ihr ein richtig gutes Toolkit mit dabei. Hat mich sehr gefreut, fand ich super. Dann richtig, richtig viel Garn. Also wirklich richtig viel. Und jetzt zeige ich es euch. Wow, ich bin voll gespannt, wie das dann nachher wird. Moment, wo hier ist hier oben und unten. So, ich bin gespannt. Da liegt der eine Fuchs und der andere hier oben. Ja, das ist ein Kissen. Ja, ich dachte, das ist bestimmt nachher total gemütlich, so wie aufs Sofa. Hinten ist das auch super weich und flauschig. Und dann kann man hier eben das Kissen reinmachen. Ich habe jetzt noch keinen Star, würde ich mir dann besorgen, wenn das fertig ist hier. Aber ihr seht schon, das ist auch wieder so groß und so viel. Aber irgendwie, das hat mich so angesprochen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das hier funktioniert mit den Ecken, dass man da gut reinkommt. Weil man kann ja hier reinfassen auch ins Kissen. Ja. Gebt mir da gerne auch Tipps, weil das würde ich super gerne machen. Ich finde, das sieht so schön aus. Ist eine schöne Idee. Ja, hat mir super gut gefallen, aber gebt mir bitte gerne Tipps. Und dann kommen wir hier zum letzten. Das ist ein Diamond Painting. So sieht's aus. Und ihr wisst ja, ich brauche so ein paar Special Stones, also solche... Ja, Glitzersteine und Sondersteine. Und deswegen habe ich mir da auch ein Bild bestellt, was ich schon öfter mal gesehen habe, was mir gut gefallen hat. Aber ich habe sowas aktuell, also ich habe sowas schon da, aber das ist für die Kleine und die ist nicht so schnell im Machen. Und deswegen habe ich, wie gesagt, ich habe die immer in meine Box reingekippt und habe die nicht aufbewahrt. Möchte ich jetzt aber machen, genau, wegen der Challenge. Da kann man dann quasi, sie hat ein Teelicht beklebt mit den Sondersteinchen. Und das würde ich dann auch ausprobieren, aber ich brauche erstmal Steine. Genau, das ist es. Die Grinsekatze. Oh, ich finde das so abgefahren, das Bild. Das sieht richtig, richtig cool aus. Sieht ganz besonders aus. Das gefällt mir extrem gut. 10 Farben oder 10 verschiedene Steine sind da eben. Mit am Start 30x30 und dann zeige ich euch mal noch. Das ist auf jeden Fall nur klebrig, da wo auch die Steine drauf sollen und da wo eben nur Druck ist, da ist es nicht klebrig. Finde ich gut, dass sich nachher dann eben auch nicht die Fusseln ansammeln. Der Druck sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde, man kann alles gut erkennen. Was ich jetzt aber irgendwie noch gerne hätte, ist so ein Stift, der vorne so eine Wachsspitze hat. Der soll besonders gut sein, um solche Sondersteine aufzunehmen. Wenn ihr wisst, wo ich den bekommen kann, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, weil irgendwie habe ich das bisher noch nirgendwo gefunden oder ich habe es irgendwie übersehen. Deswegen schreibt mir das gerne. Ich finde das Bild echt extrem schön, gefällt mir richtig gut. Und dann gucken wir uns mal noch die Steine an. Da sind solche kleine roten Tropfen. Dann größere grüne, dann größere rote Tropfen, orange, Perlmutt so ein bisschen, dann gelb-orange, schwarz ist das, glaube ich. Ja, nochmal schwarz. Sehr, sehr schönes Türkis, dunkelblau, blau einfach. Und ich glaube, das ist nochmal das gleiche. Nochmal das gleiche Blau. Sehr, sehr schöne Steine. Die Karte, Leute. Das hat mich jetzt geflasht. Wie schön. Die ist richtig besonders. Ich finde, ich habe mir tolle Sachen ausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Gebt mir bitte, bitte Tipps.
Und wenn ihr in der Verlosung mitmachen wollt, schaut in die Infobox. Das war's jetzt mit dem Video, mit dem Haul. Und alle Produkte verlinke ich auch, wenn euch da was interessiert. Wenn ihr nachshoppen wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.